Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute bei uns zu Gast ist der Nationalrat, der ehemalige Präsident von der Grünen-Liberalen Partei, der Martin Bäumler. Vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben. Gerne. Super, und zwar, es liegt auf der Hand, oder? Wir reden über den Wahlsonntag. Am Sonntag hat das Schweizer Volk entschieden, dass wir der SVP viel mehr Sitz schenken und den Grünen-Liberalen viel weniger Sitz. Wie analysieren Sie jetzt den Wahlsonntag? Ja gut, es hat sich natürlich abzeichnet, eigentlich, wo der Krieg gestartet ist, dass die Situation wird ganz andere Themen im Vordergrund spüren, dass man mit Zinserhöhung hat müssen rechnen, ist eine Inflation gekommen, die ganze Migrationsthematik ist viel schärfer geworden. Das ist für mich eigentlich klar gewesen. Und für das muss ich eigentlich sagen, bin ich sehr glücklich, wie die Partei im Prozent abgeschnitten hat. Also eigentlich ist unser Verlust im Prozent absolut vertretbar. Leider langen bei uns sehr wenige Prozent, wenn die Listenbindungen nicht optimal sind, dass dann sehr viel Sitz verloren gehen. Also ich glaube, von dem her, es ist ein blaues Auge. Es ist ganz bitter, dass wir 6 Sitze verloren haben. Ganz bitter, aber es ist nicht der Prozentanteil, es ist nicht unsere Politik im Kern. Und dass die SVP der Wahlsieger wird sein mit viel Sitzgewinn, das war leider zu erwarten gewesen. Wie ist das, meine jetzt so ideale Analyse, oder? Wie ist das möglich gewesen, dass nach 2019, wo ja von dieser grünen Welle gedreht war, nach dieser Klimawahl, nach dem massiven Zuspruch für Grüne und auch Grünliberale, wie ist das möglich gewesen, dass jetzt das Schweizer Volk komplett anders entscheidet? Also komplett anders ist es ja nicht. Für die Grünen sieht es ein bisschen anders aus als für die Grünliberalen. Aber wir haben das schon mal erlebt. Also zwischen 2011 nach Fukushima war es sehr, sehr ähnlich. Da haben wir einen riesen Wahlsieg eingefahren. Und ich habe gesagt, hey, wir müssen aufpassen. In 4 Jahren, wenn die Konjunktur anders ist. Und dann haben wir nachher sehr viel Sitz verloren. Auch wenig Prozent. Das ist für mich nicht etwas komplett Neues und auch nicht völlig unerwartet. Leider. Nur habe ich natürlich gehofft, dass es nicht in Sitzzahl geht, sondern dass wir überall noch knapp mögen die Sitze haben. Und in dem Sinne die Krise in Anführungszeichen mögen überstehen. Jetzt ist es leider schief gegangen. Wir haben wirklich sehr viele knappe Sitze, jetzt auch sehr knapp verloren. Es gibt aber auch Lichtblick. Ich meine, was wir in Basel-Stadt geschafft haben, was Katja Christ geschafft hat, einen Sitz eigentlich in der Unmöglichkeit zu halten. Und auch der Kanton Bern hat es geschafft, die 3 Sitze zu heben. Also es hat durchaus andere Signale gegeben. Also wenn man ein bisschen vielleicht noch das eine oder andere im Griff gehabt hat, hat man es tatsächlich geschafft, auch die Sitzzahl können zu heben. Was hat man komplett nicht im Griff gehabt? Wo sind Ihrer Meinung nach die matchentscheidenden Fehler passiert? Also matchentscheidende Fehler. Ich glaube einfach, man hat vielleicht ein bisschen lange unterschätzt, dass sich die Weltlage verändert hat und dass das könnte auf die Wahl einen massiven Impact haben. Dass halt die Listenverbindung und die Zusammenarbeit mit diesen Fraktionen und Parteien nochmal viel wichtiger ist und ich habe das immer betont. Aber auch, dass man vielleicht halt in dieser Themenkonjunktur versucht, dabei zu bleiben bei der Thematik, aber trotzdem vielleicht dann auf die neuen Themen agiert. Ich glaube, Fehler kann man in solchen Situationen ist ganz, ganz schwierig, wenn man es sieht, man kann es früher versuchen zu antizipieren und es ist der einzelne Wahlkämpferin und Wahlkämpfer, den man natürlich machen kann. Es gibt Kantone, was mir sehr wehtut, wo ich das Gefühl habe, man hätte vielleicht mit der optimalen Listenverbindung und mit 2, 3 Sachen anders machen können, einen Sitz halten. Aber nochmal, das werden wir in die Analyse gehen. 2, 3 Sachen kann man anders machen. Wichtig ist jetzt wieder vorwärts zu schauen. Also zu schauen, was in 4 Jahren sind wieder Wahlen. Es ist wieder eine andere Konjunktur. Die Grünliberalen sind gut da, sie sind stabilisiert und wir haben nach wie vor eine sehr gute Ausgangslage im Kanton Zürich für Ständeratswahlen. Wir müssen jetzt alles darauf setzen, dass das Ziel, das wir uns gesetzt haben, die Ständerats wiederzuholen, dass wir das auch schaffen. Sie haben, bevor wir auf das kommen, das finde ich interessant, aber fast interessanter finde ich eigentlich, dass Sie sind ja Präsident gewesen von 2007 bis 2017, haben eigentlich gegolten als der Magier, der geniale Architekt bei diesen Listenverbindungen. Was ist jetzt, seit Sie da nicht mehr quasi Zeile in der Hand haben? Was ist da anders gelaufen? Was ist da schief gelaufen? Oder was läuft generell anders? Also ich bin 15 Jahre leider auch gescheitert mit dem, weil ich dort von den Partnern zum Teil ein bisschen veräppelt worden bin. Ich habe das viel zu spät gemerkt. Die Kantonalparteien haben nicht schön mitgespielt. Und das habe ich mitgegeben eigentlich meinen Nachfolgerinnen und Nachfolger. Und es ist jetzt trotzdem nicht gelungen, im 23. überall das zu machen. Vielleicht hat man dort wieder ein bisschen zu wenig intensiv um das gekümmert, die Kantonalparteien noch enger begleitet. Und ja, ich bin nicht mehr direkt involviert. Jetzt kann man sagen, ob sich es anders gemacht hat, weiss ich nicht. Aber das ist sicher ein Schlüsselfaktor, wo man muss in die 4 Jahre ganz klar im Auge behalten. Noch besser wäre natürlich der Puckelsheim auf nationaler Ebene einzuführen, weil das würde auf allen Ebenen mehr Gerechtigkeit und mehr Demokratie schaffen. Wenn jetzt Sie sagen,
sie sagen jetzt nicht mehr so dabei gewesen, nicht mehr so wieso nicht? Meine, sie sind ja immer noch eine namhafte Stimme von dieser Partei, nach wie vor Nationalrat. Was ist genau, wo sind sie gewesen in diesem Wahlkampf? Ja, ich habe meinen Wahlkampf gemacht. Ich war auch präsent mit den Themen. Aber es war nicht an mir, den Wahlkampf zu führen. Ich bin auch dankbar, dass ich nicht mehr den Wahlkampf führe. Das war mit dem Grund, warum ich auch die Partei abgegeben habe. Weil Wahlkampf führen ist eine sehr anstrengende Arbeit. Im Hintergrund sehr viel Bütz herum. Und ich bin involviert im Hintergrund. Ich habe meine Ratschläge gegeben, das schon. Aber nochmal, wir haben nicht alles können kehren. Es ist wirklich auch leider sehr viel Pech dabei, jetzt mit diesen knappen Sitzverlusten, die wehtun, wo man jetzt einfach so hinnehmen muss. Aber ich bin trotzdem der Meinung, wir müssen auch in die Analyse gehen. Aber jetzt ist nochmals, das Ziel ist jetzt, bis im November noch den Ständeratssitz ins Trockene holen und dann in die Analyse gehen. Und wieder weiterarbeiten, die 4 Jahre sind wieder Wahlen. Der Jürg Grossen, der jetzige Präsident der Grünen-Liberalen, ist nach der Wahl im Bern einfach im Podcast ist er total niedergeschlagen gewesen. Er hat von der totalen Enttäuschung geredet. Wie ist es reingegangen? Wie ist es bei um ihre Gefühle gegangen? Jetzt oder am Wahlsonntag, vielleicht jetzt haben sie sich ein bisschen gefangen. Wie ist so? Was ist so ihnen vorgegangen am Sonntag? Ich kann ihn sehr gut nachfühlen. Ich musste im 15. erleben, Wahlniederlage, sehr viel Sitzverlust, mit wenig Prozent, selbst im Ständeratswahlkampf, klar gescheitert, das Ziel, das man sich gestellt hat. Das ist ganz schwierig, an so einem Tag dann nicht enttäuscht zu wirken. Das ist ganz, ganz schwierig. Das war für mich insofern einfach. Ich war mehr in der Distanz. Ich habe persönlich ein super Resultat erreichen. Das haben wir mich freuen, darf ich stolz sein darauf. Und nebendran sind dann die Wermutstropfen gekommen, wo wir in Zürich jetzt nachts spät noch den zweiten Sitz verloren haben. Das ist ein Schlag. Und in den anderen Kantonen. Ich habe, wie gesagt, die Highlights gesehen, Basel und Bern, und dann die Niederlagen in den anderen Kantonen. Ich glaube, es war eine gemischte Gefühlslage, aber da ich ein bisschen weiter weg war, habe ich natürlich nicht müssen noch irgendwo anstehen am Sonntagabend. Am Sonntagabend wäre ich wahrscheinlich auch niedergeschlagen gewesen am Schluss. Können Sie mal sagen, jetzt, Sie sind recht euphorisch, kämpferisch. Wieso braucht es GLP heute mehr denn je? Ja, ich glaube, es hat sich grundsätzlich gezeigt, dass die Verknüpfung von Wirtschaft und Umwelt nach wie vor absolut im Zentrum steht. Wir haben auch gezeigt, in vielen Fragen, dass wir wirklich da auch eine Leaderrolle haben können einnehmen. Und da müssen wir genau gleich weitermachen. Darum bin ich auch völlig dagegen, jetzt konzeptionell zu meinen, wir müssen alles über den Haufen rühren. Wir sind gut unterwegs. Wir haben jetzt wieder einen Rückschlag reinnehmen. Das gehört zum Leben. Jetzt muss man wieder aufstehen und wieder weitermachen. Das bin ich mir gewöhnt, seit ich politisiere, dass Niederlagen und Sieg sind sehr, sehr nah beieinander. Von außen ist es so ein bisschen vorgekommen, als wären die Grünen-Liberalen mehr grün als liberal. Wie sehen Sie das heute? Schauen Sie, ich habe ja meine Kritik gewusst an diesem Thema vor längerer Zeit. Ich glaube, die Thematik muss man sicher intern genau anschauen. Wir sind in der ökologischen Frage sicher, werden wir sehr konsequent wahrgenommen. Wir sind aber auch in den liberalen Wirtschaftsfragen, haben wir sehr konsequente Rolle gespielt. Viel weniger verfilzt als andere Parteien, die sich wirtschaftsfreundlich zeigen. Dass man in dieser Diskussion sicher noch die eine oder andere Diskussion wird führen in Zukunft, ist selbstverständlich. Das ist ein internes Ringen um einen sozialliberalen und einen eher wirtschaftsliberalen Teil. Aber es braucht beides in dieser Partei. Wenn wir die 10% knacken, und das muss nach wie vor das Ziel sein, 10% oder mehr zu machen, irgendwann einen Bundesrat stellen, dann muss man eine gewisse Breite haben. Und ich glaube, daran müssen wir weiter arbeiten und da sind wir auch gut unterwegs. Sind die Grünen-Liberalen aus Ihrer Sicht Stand heute jetzt eher eine bürgerliche oder eher eine linke Partei? Ja, klar, eine Zentrumspartei, wo die Wirtschaft auf der einen Seite ist, gesunde Finanzen, aber eben auch die Umwelt sehr im Zentrum steht. Und ich glaube, es zeigt auch, warum unser Wahlresultat deutlich stabil ist als von den Grünen. Wir sind viel weniger konjunkturabhängig jetzt gewesen. Wir haben leider mehr Sitz verloren, aber rein, wenn ich es anschaue, von den Wähleranteil, haben wir jetzt ein bisschen eingebüßt. Das kann man auch wieder korrigieren. Gibt es auch wieder Sitzzahl. Die Grünen haben viel stärkeren Konjunkturausschlag. Wenn das Thema Grüne mal nicht im Zentrum steht, dann verlieren sie mehrere Prozent. Haben einfach Glück gehabt mit der Sitzzahl, mit der Listenwenigung, dass es ihnen bei den Sitz eigentlich noch relativ glimpflich abgelaufen ist. Mir kommt rein, dass die Grünen-Liberalen tendenziell von außen eher als linke Partei wahrgenommen wird. Vielleicht ist das auch eher jetzt ausschlaggebend gewesen, für einen Verlust eingefahren hat. Wie würden Sie heute sagen, grenzt sich die Grünen-Liberale Partei von der SP, von der Linken ab? Ja, in vielen Bereichen. Also, wenn es ums Geldverteilen geht, um jeden Preis, da haben wir immer nie mitgemacht. Es gibt Themen, wo wir tatsächlich auch bezüglich Finanzen ein bisschen mehr ausgeben wollen, muss es aber auch zuerst verdienen. Das ist uns auch bewusst. Darum sind wir auch bei Unternehmenssteuerreformen, bei Anpassungen, Stempelsteuer und so weiter, haben wir immer eigentlich mit der Wirtschaft zusammen dafür gekämpft, dass das Steuersubstrat auch optimiert und erhalten bleibt, weil irgendwie muss das Ganze finanziert werden. Also, wenn wir am Schluss die Kinderbetreuung mit dem Staatsmittel finanzieren, muss das Geld irgendwie
irgendwo herkommen. Es muss aus der Wirtschaft kommen, es muss bezahlt werden, es muss gutes Steuersubstrat her. Also ich glaube, dort mache ich mir nicht die grossen Sorgen. Ich glaube, da sind wir wirklich nach wie vor sehr gut unterwegs. Notabene, ich muss sagen, ich staune, dass niemand über die FDP das Resultat redet. Sie hat einfach sitzzahlmässig nicht verloren. Aber eigentlich ist das nicht so ein glorioses Resultat in so einer aktuellen Ausgangslage. Es ist alles an die SVP gegangen. Die hat voll abgeräumt, wo man vor 4 Jahren sie abgeschrieben hat. Ich habe immer gesagt, aufpassen, das kommt wieder, wenn die Konjunkturlage ändert. Ich glaube, wir müssen mehr Gedanken machen, wie die Thematiken, die die SVP zum Teil einfach anspricht, aber keine Lösungen bringt, dass man dort auch lösungsorientiert vorwärts geht. Also auch in der Migrationspolitik, in der Finanzpolitik Lösungen präsentieren, weil nur laut ausrufen und keine Lösungen bringen, das bringt zwar offenbar Wähleranteil, aber es bringt das Land nicht weiter. Wie lange hat die FDP noch 2 Bundesratssitze? Ja, das ist eine schwierige Frage zu beantworten. Also ich gehe sicher davon aus, wenn es mal einen Rücktritt gibt bei der FDP, dass man dann über die Zusammensetzung muss reden. Ich bin strikt dagegen, dass man irgendwelche Abwahlen organisiert auf den Dezember her. Das hat eigentlich nur Unruhe ins System gebracht. Das haben wir durchgespielt, da bin ich dabei gewesen. Das wäre ein Fehler. Ich glaube, bisherige Abwählen ist falsch. Aber ich glaube, die FDP muss sich schon Gedanken machen, dass irgendein Rücktritt von ihnen, dann könnte mal ihre Sitz in Frage gestellt werden, in der zweiten. Weil sie sind seit Jahren faktisch übervertreten und andere sind untervertreten. Was macht die FDP falsch? Ja, da müssen Sie die FDP fragen, nicht mich. Also nochmal, ich tue nicht andere Parteien qualifizieren, was sie sollen besser machen. Ich schaue in der eigenen Partei und ich Kritik vor allem nach innen wenden, wo wir müssen besser werden. Ich glaube, wir haben noch ein paar Hausaufgaben zu machen, um wieder stärker zu werden, nochmal besser zu werden. Und andere müssen selber schauen, wo sie bleiben. Was sagen Sie zum Migrationskurs? Wir haben jetzt also das Asylthema haben Sie angesprochen. Was sagen Sie zum Migrationskurs von Ihrer Partei, zu der GLP? Die Jürg Grossen hat auch eine bemerkenswerte Aussage gemacht, auch im Bern einfach Podcast, wo er gesagt hat, die Migrationsministerin, Frau Elisabeth Bohm-Schneider von der SP, sei nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte. Wie sehen Sie das? Also das hat er ja zurückgenommen, er hat dort ein bisschen Affekt, glaube ich, agiert. Ich glaube, im Moment ist es ganz schwierig, das vom Bundesrätin oder vom Bundesrat zu machen. Also wir haben eine ganz schwierige Ausgangslage bekommen. Ich meine, die Schweiz hat in einer kurzen Zeit rund 50'000, 60'000 Flüchtlinge mit S-Status aufnehmen. Ich meine, das habe ich in der Gemeinde erlebt, wie schwierig das ist, wenn plötzlich einfach die Leute da stehen, müssen Wohnungen suchen, die muss man unterbringen, man muss Lösungen suchen, man sollte sie noch mit Jobs versorgen. Das hat die Schweiz, glaube ich, noch nicht gestemmt und das haben wir jetzt trotz allem geschafft. Und da muss ich sagen, habe ich ein Mühe mit der Stimmungsmache dann von rechts, wo man eigentlich sagen, wir sind ja sehr offen gewesen, wir haben gesagt, wir wollen der Ukraine helfen und da gehört auch dazu, dass wir die Leute da abhalten. Natürlich, die wollen wir alle zurückschicken, aber dann müssen wir den Krieg beenden, weil dann gehen die Leute zurück. Und aus anderen Ländern, ja, da müssen wir vielleicht diskutieren, wie wir umgehen mit der Migrationspolitik. Ich glaube, die SVP ruft da nur aus, bringt aber nie wirklich Lösungen. Das ist das, was ich ein bisschen bedauere. Und da müssen wir uns auf unserer Seite aber auch Gedanken machen, wir können nicht einfach die Türen offen lassen und die Augen verschliessen von der Problematik. Man muss sie ernst nehmen, weil Leute, die hierher kommen und da dann primär ins Sozialsystem gehen, das liegt natürlich bei der Bevölkerung, kommt das nicht gut an. Vor allem die selber Tag arbeiten und sehr wenig verdienen, die eine teure Wohnung haben, das gibt dann eben in allen Parteien, gibt das dann Abwanderungen Richtung SVP, weil die SVP verspricht quasi das Heil, bringt es aber dann letztlich auch nicht. Stichwort 10 Millionen Schweiz, wie denken Sie über das Szenario? Ich glaube, wir müssen einfach realistisch bleiben. Solange die Schweiz wirtschaftlich so attraktiv ist und wir auch eine gewisse Wirtschaftskraft behalten wollen, wird es ein gewisses Wachstum an Personen geben. Solange wir uns ein Gesundheitssystem leisten wollen, das so ist wie jetzt mit Pflege und allem, wo jeder alles überkommt, werden wir nicht weniger Arbeitskräfte aus dem Ausland beiziehen müssen, weil wir haben gar nicht genug Ressourcen. Ich glaube aber durchaus, die Grenzen des Wachstums, also Club of Rome heisst von meinem Standard weg, muss man auch in dieser Frage ernsthaft diskutieren, woher geht es. Ich sehe nicht das Problem irgendeiner Grenze. Es ist ja immer noch die Frage, wie gehen wir mit der Verdichtung um, wie gehen wir mit allem um. Ich habe nicht so Angst vor dem Thema, aber wir dürfen nicht einfach ausblenden und sagen, ja, das geht uns nicht an, es können 10, 12, 15 Millionen sein, wir haben kein Thema. Wir müssen es anschauen, wir müssen über die Migrationsfrage reden. Ich denke, nochmal die hierher kommen, die uns Leistung bringen, die wollen arbeiten, auch aus dem Asylbereich, die wollen sich weiterentwickeln. Da gibt es sehr viele Menschen, die da viel Wertschöpfung bringen. Das ist positiv, das bringt uns insgesamt etwas. Aber wir müssen schauen, dass nicht zu viele kommen, die man dann eben einfach wahrnimmt, als sie sind nur hierher gekommen und wollen das Sozialsystem einwagern. Was ist das Land, das Ihrer Meinung nach ein Vorbild wäre, punkto Migrationspolitik?
Ich glaube, es gibt kein Land, das da ein Vorbild sein kann. Die Schweiz ist gar nicht so schlecht unterwegs, weil wir vor allem mit der Integration viel mehr machen, als die meisten europäischen Länder. Also Frankreich zum Beispiel komplett versagend, darum haben die so riesige Probleme. Ein anderes Negativbeispiel, das eine sehr restriktive Zuwanderung hat, ist Japan. Aber Japan stirbt einfach irgendwann aus, denen fehlt dann irgendwann die Ressourcen. Ich glaube, wir haben sowieso als offene Volkswirtschaft haben wir gar nicht viele Möglichkeiten. Aber ich glaube auch im ganzen Bereich bilaterale Rahmenabkommen, wir müssen halt enger anschauen. Wir müssen nicht einfach immer alles 300% umsetzen, was in der EU niemand umsetzt, obwohl wir mal Mitglied sind, sondern wir müssen halt dort ein bisschen konsequenter sein und sagen, das, was wir machen mit dem, was wir sehen, setzen wir mal politisch um. Und dann, wenn es dann Schwierigkeiten gibt, müssen wir wieder diskutieren mit der EU. Ich glaube, einfach dort müssen wir ein bisschen egoistischer werden. Und jetzt, das ist ein super Thema eigentlich von der SVP, oder? Migration ist, hat absolute Hochkonjunktur gehabt. Man hat einfach können sagen, 10 Millionen Schweizer, das wollen wir nicht. Können Sie auch eine Zahl sagen? Wann wäre es quasi, das Fass voll oder so überspitzt formuliert? Was wäre da Ihre Zahl, wo Sie da würden sagen, ja, dann ist vielleicht wirklich das Fass voll und alles erschöpft? Netto 0,2050 erreicht, das ganz anders umsetzen. Wir müssen sicherstellen, dass wir erneuerbar, CO2-frei, auch möglichst ohne Kernenergie, können 2050 unser Land versorgen mit mehr Effizienz, mit mehr Erneuerbaren, mit Energiespeicher, aber auch mit Europa, mit einem Rahmenabkommen, oder Stromabkommen mindestens, wo uns ermöglicht, das zu machen. Und das ist wie die Hauptding. Wir haben auch in der Raumplanung, haben wir jetzt viele Hausaufgaben gemacht, Innenverdichtung, also wir sind jetzt auch da bei uns in Dübendorf, sind wir dran, dass wir mehr verdichten wollen, muss man aber auch mehr Freiräume schaffen zwischendurch, damit eben auch Räume entstehen, Grünräume entstehen, Grünflächen entstehen. Ich glaube, das sind die Herausforderungen, die wir managen und nicht jetzt über eine Zahl reden. Schauen Sie, es gibt Grossstädte, da leben 10 Millionen auf ein paar Quadratkilometer. Das ist nicht das Problem. Aber das wollen wir ja nicht. Wir leben ja sehr dispers verteilt. Und darum mache ich in der Schweiz wahrscheinlich nicht 20 Millionen leiden. Weil sonst müssen wir ganz anders leben. Dann müssen unsere Grossstädte ganz anders aussehen. Und das ist wahrscheinlich nicht das, was wir wollen. Stichwort Energiepolitik. Wie stellen Sie sich das vor? Ich meine, jetzt haben die Grünen-Liberale eigentlich Quittung bekommen an der Urne. Bevölkerung hat gesagt, wir wollen andere Themen, anders ist uns viel wichtiger. Das Klimathema zieht überhaupt nicht. Machen wir jetzt einfach weiter wie bisher? Sehen wir da irgendwie, sieht man sie oder ist man gewillt, etwas anderes zu machen? Was ist da in Zukunft die Lösung der Grünen-Liberalen? Also man muss festhalten, dass das Klimathema überhaupt nicht weg ist. Es ist immer eines von Top 2, Top 3 Themen geblieben während der ganzen Zeit. Aber es ist nicht mehr so im Fokus gestanden. Ich sage jetzt leider, weil wenn man den Sommer anschaut, wenn man die Situation anschaut, hat sich eher verschärft. Und ich glaube, wir haben schon in der letzten Legislatur haben wir pragmatisch versucht, vorwärts zu gehen. Weil wir gemerkt haben, nach der Ablehnung vom CO2-Gesetz, wo die SVP ja ins EG gefahren hat, wir müssen pragmatischer vorgehen, wir müssen Mehrheiten schaffen. Wir haben es geschafft. Wir haben das Klimaschutzgesetz, einen Gegenvorschlag, hat das Volk angenommen. Wir haben den Solarexpress verabschiedet, ohne Referendum, ein Windexpress, ist ein Mantelerlass, gemeinsam, sogar ohne, dass die SVP am Schluss gross dagegen noch gewettert hat, ist verabschiedet worden. Jetzt ist das CO2-Gesetz dran. Wir müssen genau weitermachen, aber wir müssen uns bewusst sein, wir müssen am Schluss die Bevölkerung mitnehmen, wir müssen klare Mehrheiten schaffen und das heisst, Fundamentalpositionen, die zum Teil gewisse Parteien einnehmen, funktionieren nicht und das sind die Grünen-Liberalen genau die Richtigen, um pragmatisch auch im Klima- und Umweltsektor weiterzumachen. Was raten Sie den Grünen? Ich gebe auch den Grünen keine Ratschläge. Wie nochmal, wenn ich anderen Ratschläge geben würde, würde ich ihnen ja helfen, uns zu schwächen. Also ich schaue für uns, dass die Grünliberalen eigentlich ihre Arbeit so gut machen, dass wir weiter wachsen können. Und auf der anderen Seite suche ich mit allen Parteien Zusammenarbeit in Sachthemen, weil letztlich schaffen wir nur zusammen in Bern die Lösungen und nicht gegeneinander. Und da sind wir auch gar nicht so schlecht unterwegs meistens. Und mit den Grünen arbeiten wir bei ökologischen Fragen grundsätzlich sehr gut zusammen, mit Differenzen. Und in anderen Fragen arbeiten wir mit anderen Parteien auch sehr gut zusammen. Was ist Ihre Analyse von den Grünen, wenn wir es gerade bei denen sind? Wieso haben die so aufs Dach bekommen, prozentmässig noch viel mehr als ihr? Also das eins ist eine relativ einfache Analyse. Also im linken Lager da einfach sehr oft die Wähler zwischen der SP und Grünen hin und her switchen, je nach Konjunktur. Also die SP hat einen grösseren Teil der Verluste von den Grünen können auffangen und eben die Mobilisierung war ein bisschen anders als vor 4 Jahren. Und das zusammen lange dann. Ich würde mir eigentlich die Grünen schon ein paar Fragen stellen, aber wie gesagt, da müssen sie sich selber Fragen stellen. Wie wäre das? Also ich bin froh, bin ich nicht in der Lage, dass ich so einen Verlust an Prozent in Kauf nehmen muss, weil Sitzzahl extrem weh, das heisst, unsere
Macht in Bern, unser Einfluss wird markant kleiner. Aber wir haben in dem Sinne nicht als Partei einen riesen Handlungsbedarf als Partei für unsere Arbeit, für unsere Ausrichtung. Da können wir auch sagen, sind wir recht gut unterwegs. Ich bin nicht zufrieden. Nochmal, wir wollen mehr erreichen, wir wollen wachsen. Aber wir müssen jetzt nicht da gerade in Selbstkritik verfallen, wir haben alles falsch gemacht und Personal auswechseln und so weiter. Da müssen sich andere Parteien mehr Gedanken machen, zum Glück. Was würden Sie an der Stelle von Balthasar Glättli jetzt machen? Da müssen Sie auch ihm fragen. Ich gebe meinen Vorgängen, die ich mit ihnen einmal zusammengearbeitet habe, sowieso keine Ratschläge, weil es wird eh immer falsch interpretiert, wenn ich etwas sagen würde. Würden Sie zurücktreten? Das müssen Sie ihm fragen, was er macht in dieser Situation. Ich habe die Philosophie gehabt, nach einer Niederlage nicht einfach gerade den Battle anzuschmeißen, aber ich habe damals im 15., wo das war, habe ich auch meine Position durch Disposition zählt. Ich habe gesagt, der Trainer ist am Schluss mitverantwortlich, hauptverantwortlich. Und wenn jeder meint, der Trainer ist verantwortlich, muss die Verantwortung ziehen, dann bin ich auch offen für den Rücktritt. Aber ich glaube, es ist nicht der richtige Weg. Und ich habe dann weitergemacht, habe die Partei wieder einen Erfolgskurs geführt. Und dann habe ich nach 10 Jahren abgeben, was mich sehr gefreut hat, in einem Aufwärtstrend hinein, wo ja zum Glück jetzt bis jetzt eigentlich recht gut gegangen ist. Was war eigentlich der Einfluss von so jungen, progressiven, urbanen, ja fast schon woken Kräften, wie es zum Beispiel in der Operation Libero vielfach der Fall sind, wo viele jetzt auch für irgendwie, also für grünliberale Themen sich eingesetzt haben, auch kandidiert haben? Hat das euch eher genützt? Hat das euch eher geschadet? Wie sehen Sie die Entwicklung? Ja, ich muss nachher in die Analyse gehen. Ich bin nicht bei allem sehr glücklich gewesen, weil zum Teil ist halt schon auch Sachen vorgefallen, wo ich finde, entsprechend nicht unbedingt dem Stil, wie ich die Grünliberalen aufgebaut habe, wenn ich es sehe. Aber wie gesagt, ich bin halt jetzt auch langsam der Alte, oder? Da muss man auch sehen, junge Kräfte ticken ein bisschen anders. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich mehr Freude an den Jungen, die auf die jungen Listen, die jetzt völlig ganz normal wirklich sich in den Kernthemen sehr stark engagiert haben, weniger sich im Vordergrund gerückt haben, sondern für die Partei gerannt sind. Die sind für mich fast die wichtigeren Leute, weil für den langfristigen Aufbau brauchen wir Leute, die sich für die Partei einsetzen und nicht primär für ihre eigene Person. Mhm. Besonders auffällig war Zanja Meti, Co-Präsidentin der Operation Libero, die eigentlich ihren Wahlkampf hat darin bestanden, dass sie eigentlich gegen eine Partei ihren Wahlkampf gerichtet hat, gegen die SVP, und zwar nur gegen die SVP, sonst gegen nichts. Wie ist Ihnen das hineingekommen? Gut, das ist ihre Art, wie sie auftritt. Und sie war ja vor allem Operation Libero in dieser Funktion, die ja eigentlich auch das Sendungsbewusstsein hat, dass sie gegen die SVP antritt. Ihre persönlich hat sie auf unserer Liste recht viel gebracht. Sie hat sehr viele Fremdstimmen gemacht. Sie hat in dem Sinne auch geholfen, der Liste mehr Stimmen zu bringen. Also für die GLP durchaus positiv. Ob alles, was sie da macht, muss ich nicht beurteilen. Ich habe nicht alles perfekt gefunden, was von ihr gekommen ist. Wie liberal ist sie? Ich kenne sie zu wenig, um zu sagen. Ich glaube, sonst grundsätzlich passt sie in vielen Bereichen, auch mit ihrem halt Migrationshintergrund, ganz eine andere Erfahrung, grundsätzlich gut in unser Profil hinein. Aber sie hat halt eher das städtische Profil. Und ich bin ja doch als Agglomeration, habe ich dann eher ein ländliches und halt ein wirtschaftsliberales Profil. Aber ich glaube, das ist eine Bandbreite, die Partei mag leiden. Mir ist mehr der Stil und Tonalität manchmal wichtig. Dass man dort nicht überbordet, dass man dort unsere Sachbezogenheit, unsere Umgang mit dem Gegner auch die Ernsthaftigkeit pflegt und den Respekt vor jedem hat, egal ob er jetzt links oder rechts ist. Und jetzt ist eigentlich mit dem Wahlkampf oder auch mit der Operation Libero, die so recht nahe an die Grünliberalen angerückt ist, ist so ein bisschen der Stempel gekommen, dass ja, jetzt kommen da die EU-Turbos und die wollen sowieso Idee. Und das ist auch eigentlich so wieder so ein einfacher Penalty gewesen, den die SVP können versenken konnte. Wie sehen Sie die Frage jetzt im EU-Dossier? Ist eigentlich ja, schon die grünliberale Partei fast schon unterwandert von irgendwelchen EU-Turbos? Oder wie ist das momentan? Was ist da der Stand? Also ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Wir sind zum natürlichen Gegenspieler von der SVP geworden, weil die SVP alles, was mit EU tönt, einfach ablehnt, ohne es anzuschauen, was ich sehr bedauere. Und wir haben früh gesagt, das Rahmenabkommen, wir brauchen ein Stromabkommen, wir brauchen ein Dienstleistungsabkommen, um eigentlich unsere wirtschaftlichen Interessen zu vertreten. Und da haben die grossen Bundesratsparteien alle versagt, es tut mir leid, und der Bundesrat hat versagt, und die GLP ist da die Linie gestanden. Und heute sind ja langsam wieder alle am Einteilen, also die Mitte kommt, die FDP kommt, auch die SVP
bekommt, ja, wir brauchen jetzt einen neuen Abschluss, wir müssen über das diskutieren. Ein EU-Beitritt ist kein Thema, für die Grünen-Liberalen nicht. Nochmal, für uns ist das Thema, das Rahmenabkommen ist leider vom Tisch, leider. Ein Rahmenabkommen 2 ist eine Möglichkeit. Es ist eine Möglichkeit, nur über ein Stromabkommen einen ersten Schritt zu machen, aber man muss auch einen EWR-Beitritt nochmal ganz offen anschauen, weil der allenfalls uns mehr Möglichkeiten gibt gegenüber der EU, die nicht mehr so Freund ist von uns, mit Verbündeten zusammenzuarbeiten, um die ganze Sache mit Europa zu regeln. Weil nochmal, das ist unser wichtigster Wirtschaftspartner, sind uns auch politisch am nächsten. Und ich glaube, neben dem Freihandelsabkommen, wo wir die ganze Welt mitmachen, die ganz wichtig sind, brauchen wir ein stabiles Verhältnis zu Europa und auch gerade zum EU-Beitritt verhindern. Weil irgendwann haben wir sonst nur noch die Alternative, gar nichts. Und ich will ganz klar nicht einen EU-Beitritt, habe ich immer gesagt. Ich bin dort sehr skeptisch. Das ist ein Moloch, wo ich die Schweiz nicht unbedingt drin sehe. Ich finde, die Schweiz kann aber nicht nur Rosinen bicken, sie muss Kompromisse machen, auch da. Und in dem sind wir auch Weltmeister, im Kompromiss machen. Das müssen wir mit Europa jetzt noch anbringen. Aber ist das Ihre Position oder ist das auch die Position der Grünen-Liberalen? Da bin ich mir jetzt wirklich einfach persönlich nicht ganz sicher. Ich wüsste jetzt nicht, für was die Grünen-Liberalen stehen. Ob jetzt da der EU-Beitritt so sankrosankt abgelehnt wird, wie Sie das jetzt da sagen, bin ich mir nicht sicher. Also die Mehrheit ist klar, wir haben auch eine Grundlage, dass uns die ganze bilaterale Beziehung weiterentwickelt, das ist unsere Kernposition. Aber es hat bei uns Leute, die ganz klar natürlich sagen, ein EU-Beitritt kommt für sie durchaus in Frage. Es gibt aber auch Leute, die so strikt dagegen sind, dass sie sagen, kommt gar nicht in Frage. Also ich glaube, der gemeinsame Nenner ist die Weiterentwicklung von einem bilateralen Verhältnis auf eine Ebene zwischen Stromabkommen, Rahmenabkommen, EWR. Das ist der Kern der Partei. Und zu dem stehen eigentlich auch, das ist auch die Hauptbotschaft von der Parteileitung, von der Frau Moser, die in diesem Thema ja die Leiderin war, über Jahre jetzt und unterdessen alle ihren anlaufen, was ich sehr schön finde. Stichwort Diana Moser. Was ist jetzt die Strategie? Wie bringt man die Politikerin jetzt in den Ständerat in Zürich? Ja gut, jetzt laufen Gespräche und ich hoffe, es wird sich fokussieren, dass sie die Kandidatin ist, die antritt und dass andere verzichtet. Und auf der rechten Seite wird auch jemand stehen bleiben. Was ich gelesen habe, ist der Gregor Rutz jetzt gesetzt. Frau Sauter hat sich zurückgezogen. Und dann freue ich mich hoffentlich auf den Infight zwischen dem Herrn Rutz und der Frau Moser, wo wir eine gute Chance haben, einen guten Wahlkampf machen, dass Diana Moser könnte wieder einen Ständeratssitz für die Grünen-Liberalen ringen. Was könnte oder welches Thema könnte vielleicht den Ausschlag geben? Also ich bin durchaus der Meinung, dass das Thema Ökologie, Klima, Energie, Sicherheit in diesem Bereich durchaus ein Thema ist. Das ist jetzt zwar ein bisschen weggegangen in dieser Situation. Ich glaube nicht, dass Diana Moser wird mit dem Herrn Rutz über die Migrationspolitik die Lösung finden jetzt in diesen 4 Wochen. Und auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, dass das Verhältnis zu Europa durchaus noch, das ist auch ein Thema, wo die Grünliberalen dafür ganz klar Wahlerfolg gehabt haben, wo jetzt wieder breiter die Erkenntnis da ist, wir müssen eine Lösung finden mit Europa, eben um auch nicht den EU-Beitritt zu haben, aber auch nicht zum abgehängt werden. Und wer, wenn wir gerade bei den Personalien sind, ein bisschen ausblickmässig, wer wäre Ihre perfekte Nachfolger für den Bundesratssitz von Alain Berset? Da würde ich mich heute sicher nicht äußern, weil wir haben im Moment noch nicht einmal im Feld, wenn die SP aufstellt. Also es ist jetzt an der Fraktion, die Kandidaten zu würdigen und uns im Parlament einen Doppelvorschlag zu bringen oder einen Dreiervorschlag, das überlegen wir rein. Und dann werden wir das in der Fraktion mit Hearings machen. Ich würde mich heute je irgendwie öffentliche Favoritenrolle von irgendjemandem zu machen. Das kann entweder dem Favorit schaden, weil dann geht das Gegenteil passiert. Und meine persönliche Meinung ist noch nicht komplett gemacht. Wen würden Sie sich gar nicht wünschen? Wenn ich mir gar nicht wünschen würde, das würde ich im Moment auch nicht sagen. Ich kenne noch das ganze Kandidatenfeld. Es gibt derartig, die ich weniger sehe und andere, die ich mehr sehe. Aber auch da würde ich mich im Moment nicht äußern. Solange die SP nicht klar gesagt hat, welches ihre Kandidaten sind, ist das nicht an mir, jetzt irgendeine Beurteilung vorzunehmen von ihren möglichen Kandidaten. Also wenn ich ganz ehrlich bin, am liebsten gesehen, Herr Berset hat noch weitergemacht, weil er hat ein riesen Potenzial, das er für mich nicht genügend ausgeschöpft hat. Er ist so ein blitzgescheiter Mensch. Ich hätte ihn gerne als Außenminister gesehen, weil ich glaube, er hätte uns dort können wahrscheinlich noch ein bisschen mehr bringen, wie der aktuelle Außenminister, der hätte im Innenministerium, wo sein Fachgebiet ist, vielleicht mehr machen. Das hat der Bundesrat leider anders gesehen. Und jetzt ist es so, dass wir einen neuen Bundesrat bekommen werden. Was muss passieren, dass die Grünen oder eben auch die Grünen-Liberalen, einfach die grüne Seite, vielleicht doch einmal noch einen Bundesrat stellt? Ja gut, die Grünen haben sich ein bisschen verpasst. Sie hätten dort, wo sie die absolute Stärke hatten, hätten sie müssen antreten und sagen, wir haben jetzt einen SP-Sitz, greifen wir an, weil das wäre allenfalls mathematisch zu rechtfertigen.
Und die Grünliberalen müssen stärker werden, mit im Ständerat verankert sein. Und dann können sie sich überlegen, ob irgendwann der Sitz, der jetzt bei der FDP übervertreten ist, wo zwischen Mitte, FDP, GLP, könnte irgendwann in 4, 5, 6, 7, 8 Jahren tatsächlich auch mal irgendwann an die GLP gelangen. Was wünschen Sie sich für die GLP für die Zukunft? Weitermachen wie bisher, besser werden, nochmal besser werden, wieder wachsen. Und ich sage es auch, halt nochmal, die wirtschaftsliberale Gedanken nicht zu fest vernachlässigen. Die Finanzpolitik wird wieder wichtiger werden. Dort haben wir sehr viele Stärken. Die können wir ausspielen. Wir müssen sie aber jetzt auch wieder ausspielen, um auch dort an einer SVP, die ja nicht konsequent ist in der Finanzpolitik, nur immer sagt, sparen, sparen, sparen. Aber konkret kommt dann wieder nichts. Dort haben wir immer bewiesen, dass wir auch konkrete Vorschläge machen können. Ich glaube, da haben wir Möglichkeiten, uns wieder noch besser zu profilieren. Und wie sieht Ihre persönliche Zukunft aus in der GLP? Ich meine, also die quasi jetzt auch fast nicht wahrgenommen. Das muss ich einfach ganz ehrlich sagen. Oder? Wie sehen Sie Ihre Zukunft in der GLP? Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich nicht wahrgenommen werde. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in der Partei nicht ernst genommen werde. Ich tue bei dir nach hinten auch mal ein bisschen kritisieren. Das ist ein bisschen meine Rolle auch. Als Gründungspräsident hat man ja nicht immer mit allem 100% Freude, weil es verändert sich Sachen. Ich sehe durchaus nachher meine Rolle mit meiner grossen Erfahrung. Und solange ich Freude habe und ich das Gefühl habe, ich kann auch der Bevölkerung einen Mehrwert bringen, und das, glaube ich, hat mein Resultat auch gezeigt, ich habe ein gutes Resultat gemacht, ein sehr schönes Resultat, habe ich eigentlich Freude an diesem Amt. Und solange ich Freude habe, mache ich weiter. Vielen herzlichen Dank, Herr Bäumle. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heisst, Weltwoche Daily Spezial. Vielen herzlichen Dank.